Wann hat bei dir die Liebe zur Musik begonnen? Mit Geburt. Mit Geburt, nein, ich hab immer schon, das hat mich immer schon getrieben. Das war das Einzige, was ich immer gewusst, dass ich das immer machen wollte. Ich habe zwar die üblichen Ausweicher probiert, die Buben, so haben. Ich wollte zum Beispiel jahrelang Cowboy und Autorennfahrer werden. Cowboy, Schatz! Ja, aber mit 8 Jahren war das natürlich eine Aufgabe. Auch das Rennfahrertum hat mich bis heute keinen Führerschein nebenbei. Und ja. Mit was bist du ein Rennen gefahren? Mit Dreirad, wa? Mit dem wichtigsten Geschlechtsorgan des Menschen, mit dem Hirn, bin ich Rennen gefahren. Mit 13 Jahren hat dir dein Vater eine Gitarre geschenkt, und zwar eine Fender beschissen Bass. Nein, ich habe mir im Musikhaus Bratz da, im 10. Bezirk, das ist eine dieser herrlichen Lokalitäten, die es auch nicht mehr gibt, eine Wandergitarre und damals 320 Schilling, das war mein gesamtes Erspartes, das ich damals besessen habe, so viel habe ich nie wieder gehabt. Und mit dem habe ich mich dann sozusagen fortgebildet, und weil es natürlich wenig Bassisten gegeben hat in Wien, hat man mich schnell auf dieses Instrument, verdammt, nicht weil es so ungeschickt war am Instrument, sondern weil man gesagt hat, naja, Leo, Bass spielen, und mir hat das gut, ich habe immer gern Bass gespielt. Und habe dann sozusagen die klassische Karriere gemacht von Schülerzeitungsfesten und was da halt gibt, bis damals zum herrlichen Musik der Kontraste hat das damals noch geheißen, war der alte Herr Goldstein, der hat gesagt, was brauchen Sie für Instrumente herbei? Hab ich gesagt, ich habe alles, und das mein Vater hat gesagt, du spielst in der Stadthalle, ich kaufe da ein Fender-Bass, das, du brauchst das jetzt, weil man das immer ausburgt und hin und her. Es gibt immer sehr liebenswerte Kollegen gegeben, auch heute noch. Wer zum Beispiel? Du, im späteren Fall zum Beispiel, da hat es gegeben den Erich Buchebner, der mich sehr unterstützt hat, immer, der mir ein sehr, sehr lieber Kollege war, natürlich der Mischa Kraus. Alle die Haberer, die da halt sozusagen damals herumgefleucht sind. Du, ich sage jetzt nichts über deine Bassisten, mich hast du ja nicht wollen. Mir haben immer alle gesagt, wenn ich in die Bands gespielt habe, du solltest bei Tradiwabel spielen, wenn ich meine Staging-Projekte vorgebracht habe. Aber mir ist wurscht, ja. Du gehst an deinem Glück vorbei, Stefan. In was soll 20 ich Jahren kommen wir zusammen, ich weiß, ich spiele. Ja, das. Zu meinen 70er dazu gewesen. Du hast dann später bei einer österreichischen Kultband angefangen. Wie ist es zur Zusammenarbeit mit dir und der Chefpartie gekommen? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Der Helmut Grössing, der Ingenieur Edi Edelski war der Schlagzeuger der Gruppe Auflauf. Das war ein Politrock-Kabarett. Der Hömerl hat frei von der Leber gesagt, du zum Willi Residalz und zum Günter Brödel, geh, ruf doch den Leo an. Weil der ist zwar ein eigenartiger Typ, aber der kann das. Ja, dann bin ich für ein Lied ins Studio gekommen, habe an einem Tag die ganze Platte eingespielt. Damals waren das noch die herrlichen Vinylplatten mit den schönen Cover, mein Gott. Und ja. Und apropos, von der Auflauf habe ich die Schallplattencover gemacht. Ich weiß es. Stefan, ich weiß es. Wie war die Zusammenarbeit mit Günter Brödel? Faszinierend, weil der Günter ein unglaublich kreativer und sehr einfühlsamer Mensch war und ein sehr, sehr großer Künstler. Der Günter hat für mich österreichische Texte wohin kommen, wo es noch nie waren und glaube ich auch, wo es glaube ich schwer ist hinzukommen. Also das ist sowas wie
die HCA-Atman-Texte waren mit einer schwarzen Tinten, was von Gwaltinger vertont gibt. Ja. Und das ist das Gleiche hat der Günther für Österreich, für den Rock'n'Roll gemacht. Und das hat eine Credibility gehabt. Und ich war immer froh, dass die Chefpartie nicht. Die meisten Bands damals haben ausgeschaut wie Fußballmannschaften. Also, sie haben so Fußballerfrisuren gehabt mit Mini-Blitz, das weiß ich nicht. Weil es ihnen gefallen hat. Du auch? Nein, ich hatte lange Haare und einen Schnurrbart. Und wie ich mal den David Crosby getroffen habe, bin ich bei der Tür reingekommen und der gesagt: Oh Lord, it's me. Vom Günther ist ja leider die Chefpartie zerfallen. Leider vorher schon. Und leider also vorher schon. Weil das hat verschiedenste Gründe gehabt und würde eine 8-stündige Abendsendung füllen. Ganz einfach, weil wir einfach zu viel in zu kurzer Zeit gespielt haben, sage ich einmal, und weil die Interessen sich einfach so aufbladelt haben. Und ich glaube, einer der Gründe war, dass eigentlich die Chefpartie gegründet worden ist unter der Prämisse, niemand darf davon leben. Und wieso das nicht? Naja, damit man sich eine gewisse Leichtigkeit erhält. Und also keinen Druck? Nein, weil der Willi hat damals noch bei den Schmetterlingen gemacht und man wollte es sozusagen als Schmähband haben. Und nach ungefähr 2 Jahren haben alle davon gelebt. Und ich hab ein gut laufendes Tonstudio gehabt, das ich nicht führen habe können, weil du das nicht machen kannst, weil du 150 Mal im Jahr spielst. Und alle Leute, das hat sich dann sehr, sehr zentriert drauf. Das war auf der anderen Seite aber diese große Kraft, die dieses Projekt gehabt hat. Ich habe das irrsinnig geliebt, das zu machen. Ich bin irrsinnig froh, dass ich das gemacht habe. Ich sage, ich kann es nicht oft genug betont sagen. Ostbahnkurte und der Chefpartie hast du ja dann in den 90ern bei einer weiteren österreichischen Kultband mitgemacht. Ja. Noch immer. Und bist auch jetzt noch dabei. Ja. Ja. Der David Bronner hat mich angerufen und gesagt: Leo, bei mir ist die ERV im Studio, kannst du bei 3 Nummern Bass spielen? Der David Bronner, ich liebe den David Bronner, weil der David Bronner erstens den Bass immer sehr laut mischt, was mir gut gefällt. Und der Spitzer hat mir erzählt, dann, ich bin dort reingekommen bei der Tür und der hat mir auch gesagt, hat gesagt, das ist der nächste Bassist, weil sie haben damals gerade, der Eick ist glaube ich gerade weggegangen. Der hat gesagt, das ist keine Frage, der Typ ist es, hat sich nicht gewusst, was er sich damit angetan hat. Was hat er sich damit angetan, Leo? Naja, einen manchmal zu spitzfindigen Kritiker und er hat damit unbewusst oder nicht den Rock'n'Roll in die ERV gebracht. Und ich schreibe mir schon auf die Fahnen, dass die ERV viel, viel rockigere Band geworden ist, seit ich dort spiele. Seit ja, der Berti Baumgarten überhaupt dabei ist. Er sagt, der Stefan sagt, ja, das stimmt. Gell? Danke, ja. Stefan. Ich hab